David Knežević, ich gratuliere zum Best Player. Danke, dass du kurz Zeit hast für uns. Am Anfang, ihr habt irgendwie nicht ins Spiel gefunden. Ja, gar nicht. Ich weiß auch nicht genau, ich muss mir das im Video nochmal angucken. Ich glaube, hinten haben wir einfach gar keinen Zugriff. Stimmen ein paar Absprachen nicht direkt am Anfang. Und ich glaube, wir bekommen in den ersten, ich weiß auch nicht, 10 Minuten 12 Tore oder sowas. Und vorne kriegen wir es irgendwie nicht gut hin gegen die Abwehr. Auch einfach ein bisschen zu weiche Hartkämpfe vielleicht, auch vorne wie hinten. Und ja, das ist, glaube ich, am Anfang das Problem gewesen. Das sehen wir auch so. Wie ist es für dich als Spieler jetzt in dieser Situation mit der Tabelle, in ein Gedränge um den Strich herum? Macht dich das nervös oder ist das für dich persönlich eine Herausforderung? Ja, ich gucke nur am Ende auf die Tabelle eigentlich, also was zwischendurch ist. Es gibt keinen Preis für den ersten Platz und es gibt auch keinen Abstieg für den letzten Platz, deswegen gucke ich nur am Ende. Das finde ich sympathisch. Ich bin auch hier der Meinung, dass man ein Spiel für Spiel nehmen will. Ihr habt noch ein Spiel jetzt gegen Luzern. Wie siehst du das? Kriens hat gewonnen heute. Ja, wird spannend. Ich glaube, man hat in der Liga immer gegen egal welchen Gegner eine Chance, ob es auswärts ist oder daheim. Ich freue mich aufs Spiel, ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Wäre schön als Traditionsverein, wenn ihr das auch noch packen würdet. Und wir freuen uns auf die nächsten Spiele. Danke, David. Dankeschön, Dankeschön. Ja, Biwak ist Ivan Tschernov. Wir sehen ihn schon. Er kommt hier. Sal Ivan. Neue Penalty-Schütze. Ich gratuliere dir zum Best Player. Gut gemacht. Aber was ist jetzt gelegen, dass es heute funktioniert hat? Es hat irgendwie ein bisschen alles funktioniert, habe ich gedacht, an diesem Match. Aber nein, ich habe das Gefühl, wirklich, die Intensität war noch mal ein bisschen anders. Sicher auch das Publikum, das ultra gut mitgemacht hat. Ey, wirklich, das ist super, unter so einer Kulisse zu spielen. Das ist nicht selbstverständlich hier. Das hat sicher um einiges geholfen, auf ein Level zu kommen, wo man wirklich voll geht. Ich habe das Gefühl, wirklich, die Stimmung hat uns mega geholfen. Und am Schluss entscheiden eben kleine Sachen, ob man voll geht oder was man spielt, spielt eigentlich keine Rolle. Hauptsache man geht voll aufs Goal und das reicht schon. Wir haben schon gute Leistungen gesehen von Wacker. Die Reaktion vorher war ja ganz frisch, die Tonnage runtergefallen, oder? Definitiv. Wir hatten ja so ein bisschen eine offene Rechnung mit St. Gallen. Auswärts hoch gegen See verloren. Ich glaube, es ist jetzt umso wichtiger, dass wir mit 10 Goal Unterschied geschlagen haben. Das haben wir auch uns eigentlich so vorgenommen, dass wir eigentlich hier ein Zeichen gegen die setzen wollen. Noch etwas zu dir. Du bist, kennst dich als Rückraumspieler. Jetzt bist du am Flügel auch noch engagiert. Also aufgestellt, hast dort auch Erfolg. Flügel, Rückraum, zwei Decker. Spass. Ja, definitiv. Also, man gibt mir viele Möglichkeiten zum Spielen auf verschiedenen Positionen. So etwas wie im American Football, ein Tight End, wo ein überall auf jeder Position spielt. Nein, aber das ist super. Also, Hauptsache, ich komme zum Spielen und wenn ich überall Goal machen kann, das ist schon gut. Und wenn ich auch überall verteidigen kann, das ist umso besser. Wir freuen uns, dich noch mehr zu sehen in dieser Rolle, Ivan. Gute Zeit, viel Erfolg. Nächstes Spiel. Und das nächste Spiel ist am Mittwoch gegen Fadi Winterthur. Wenn Wacker so auftritt, habe ich das Gefühl, da liegt etwas drin. Wir hören auf heute mit den Spannen Highlights. Ich wünsche allen einen guten Wochenstart.